So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Live Trading TV. Hier nochmal in der Beschau, diesmal mit dem DAX und dem Ton. Soweit ich das jetzt hier beurteilen kann, wollen wir uns direkt dem Markt nochmal widmen und natürlich den DAX mal in den Fokus nehmen, nachdem wir wieder mal ein Allzeithoch markiert haben. Wie steht es denn um unseren Index, das beliebteste Anlagevehikel aller deutschen, wenn nicht sogar europäischen Marktteilnehmer? Unser Performance DAX steht hier heute im Fokus und da wollen wir doch gleich mal auch die Saisonalität ins Bild holen. Wir sehen, der Januar jetzt hier tendenziell mit Vorausschau bis zum Ende des Monats, beziehungsweise hier auf die kommenden 20 Handelstage bis in den Februar gar hinein, ein grundsätzlich bullischer Handelsverlauf, der hier dem DAX weiter Auftrieb geben dürfte und insofern ja, die eingeschlagene Tendenz sich weiter fortsetzen lässt. Wir müssen hier definitiv davon ausgehen, dass der DAX noch nicht fertig ist, auch wenn natürlich auf diversen Indikationen hier gerade, wir sehen es links auf der Stundenebene, überkaufte Zustände erreicht sind, Schrägstrich hier auch leichte Divergenzen im Ether zu sehen sind, muss man dennoch sagen, der Markt ist hier grundsätzlich weiter bullisch zu sehen, das Long-Szenario definitiv weiter zu favorisieren. Und da gehen wir hier nochmal kurz auf den Tageschart, um uns mal das große Bild hier eigentlich aufzuwerfen, das hier praktisch aufweist, dass wir hier die Korrektur im Oktober ja mehr als dynamisch verdaut haben. Der Index hier in einer V-Reversal-Manier, das Ganze nach oben wieder aufbohrte, dann hier interessanterweise hier tatsächlich am Dreifach-Top hier von dem Sommerhochs scheiterte, da zumindest erstmal stoppte, interessanterweise hier auch im fünfstelligen Bereich der 10.000-Punkte-Marke. Dann ging sie eben hier ein Stück weit zurück und dann gab sich hier so eine Art symmetrisches Dreieck, welches dann hier auf einen Ausbruch schließen ließ, welchen wir hier auch auf dem JFD Desktop erfasst hatten. Zumindest mit der Tendenz, dass es hier weiter raufgehen dürfte. Dann in der Folge nun die Marke von 10.100, so ein gewisser Knackpunkt und dann die Annahme, okay, wenn wir dieses Level überwinden, dann ist eher die Tendenz, dass wir weiter steigende Noten ansteigen und das sehen wir hier gerade sehr schön in Form dieses Pfeils, den wir hier damals schon auf der Prognose Ampel sozusagen gen Norden eingezeichnet hatten und wir sind hier tatsächlich ohne viele Umschweife weiter nach oben angestiegen. Leichte Rücksetzer im Bereich 10.100 Punkten wären dann hier sogar viel mehr als Nachkaufgelegenheit anzusehen gewesen, aber das gab es nicht. Der DAX schoss hier gerade im Zuge der letzten Woche und der EZB-Sitzung und eben hier der Liquiditätsflutung der Märkte hier weiter nach oben. Und jetzt sehen wir eben hier Niveaus, die es noch abzugreifen gilt. Im Sinne der Fibonacci-Extensions sehen wir hier vom Korrekturimpuls vom Oktober ausgehend hier bis zum Dezember hoch. 138er Projektion sagt uns hier Niveaus im Bereich 10.850 voraus, dann im weiteren Verlauf sogar anhand dieses Korrekturimpulses dieser möglichen inversen Schulterkopf-Schulterformation haben wir hier sogar Niveaus, die gehen in den Bereich 11.350, 11.400 Punkte. Fast unglaublich, aber wahr. Dann hier oben auch das 161er Fibonacci Retracement. Hier sind praktisch Kreuz Resistant Levels auszumachen, die es durchaus anzulaufen gilt, sofern der DAX hier seine Rallye weiter aufwärts behält oder weiter eingeschlagen behält vielmehr. Und wir sehen hier, die saisonale Tendenz stützt das kurzfristig in jedem Falle. Wir könnten sogar heute noch weitere Kurshochs erwarten, nachdem es dann zur Wochenmitte so ein bisschen ruhiger wird, um dann hier zum Freitag und eben in den Februar hinein auch weitere Kurshochs zu manifestieren. Also der DAX bleibt hier durchweg in einer bullischen Situation. Und wenn wir uns nun vom Tageschart mal weg hier den Stundenchart anschauen, dann kommen wir hier zu dieser Erkenntnis, dass der Markt ja generell auch hier in einem ganz, ganz sauberen Aufwärtstrend steckt. Hier die ja, Unsicherheit vor der Griechenlandwahl, auch hier mit dem Ausgang heute Morgen mit dem Downgap, haben wir hier sehr schön gesehen, dass der Markt schon im Bereich 10.500 Punkten einen Halteboden fand, oder eine Haltezone. Und von da aus ging es hier, wie gesagt, steil gen Norden. Jetzt hangeln wir uns ein bisschen an 10.700 Punkten entlang. Wenn es denn zu Rücksetzer kommen sollte, dann wäre diese hier sehr schön aufzufangen hier im Bereich 10.500 Punkten. Das muss aber nicht sein. Der DAX in der Vergangenheit eher immer seitwärts oszilliert im oberen Bereich, um dann weitere Kurshochs zu manifestieren. Wenn wir uns den Tagesverlauf bzw. die Tagesstatistik jetzt nochmal zum DAX anschauen, dann sehen wir hier, dass wir ja, statistisch gesehen mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen einen tendenziell schwachen Montag und einen tendenziell schwachen Freitag haben. Im Overall Overview, also mit Blick auf die letzten 15 Jahre, hier die totale Wochentendenz, ist der Montag der bullischste Tag und generell die anderen Tage, da wir uns ja in der HOS befinden, auch bullisch einzuschätzen. Aber diese Tage, Montag-Freitag, also rein statistisch, während der letzten 52 Handelswochen eher bärisch, soll heißen, in 43% der Fälle
endete der Tag positiv am Montag und hier nur in 39% der Fälle an einem Freitag. Dennoch, die Saisonalität zeigt hier auf ein anderes Bild und auch die aktuelle Chartsituation weist hier eher vielmehr, dass der Druck nach oben weiterhin vorhanden ist. Es gilt also hier durchaus Schwäche zu kaufen, um hier mittelfristig gar an weitaus höheren Niveaus zu partizipieren. Der Markt bleibt bullisch, kurzfristig oberhalb von 10.500 unbedingt. Jetzt, wenn wir uns hier bei 10.700 sogar stabilisieren, ist das eine mögliche Haltezone. 10.700, 10.650. Oberhalb dessen bleibt die Lage durchweg bullisch. Rutschen wir unter 10.5 per Stunden Schluss, dann ist 10.3 das nächste Level, die nächste Haltezone, die es hier auszumachen gilt. Und im Worst Case, wenn wir das brechen, hätten wir auch diesen kurzfristigen Aufwärtstrend dann sogar schon gebrochen. Dann haben wir hier um 10.000, um 9.990 Punkten die Haltezone, die wir uns jetzt hier nochmal am Tagesschart nochmal verdeutlichen. Also sollte es tatsächlich hier zu so einem signifikanten Rückgang kommen in Richtung 10.000 Punkte, 990 wäre so fast zu viel des Guten, dann haben wir hier, und das habe ich in diesem grünen Pfeil jetzt mal hier symbolisiert, eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, hier dann nochmal in den Markt einzusteigen, sofern es denn kommt. Es ist aber fast aufgrund der ja durchaus positiven Saisonalität nicht zu erwarten, dass wir so einen tiefen Rücksetzer sehen. Das würde ich hier eher mit einem grauen Pfeil belassen. Es deutet sich eher das an, dass wir hier weiter sehr, sehr strange nach oben durchziehen. Also unglaublich, aber wahr, der DAX weiterhin im Rallye-Modus und das dürfte wohl auch so bleiben. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es fürs JFD Live Trading gewesen. Heute, wie gesagt, nur ein bisschen die Luft raus. Wenn Sie mögen, wollen wir doch mal sehen, ob wir den DAX morgen nochmal covern können mit aktuellen Tendenzen. Ich will Ihnen noch ganz kurz natürlich zeigen, das hatte ich vorhin auch nochmal schon anvisiert, dass wir hier nochmal nach der FTSE und Vektorlogik ganz kurz den DAX auch nochmal unter die Lupe nehmen. Das werde ich auch morgen nochmal per Update fahren, ob hier die ja, Vektor-FTSE-Tendenzen, also hier die Ableitung vergangener Kursintervalle, inklusive Saisonalität weiterhin den Pfeil hier nach oben weisen. Und das sieht aber hier auch ganz klar bullisch aus. Also von sämtlichen Seiten bis auf einige Indikatoren, die überhitzt sind, ist die Lage hier bullisch einzuschätzen. Und das ist hier definitiv ein sehr, sehr schöner Tenor, den man hier als Fazit ziehen kann. Die Märkte bleiben weiter im Bullenmodus. Wenn der Januar auch positiv endet, darf man mal gespannt sein, wie das Handelsjahr 2015 noch wird. Aber die Zeichen nach aktueller Einschätzung weiter bullisch. Wenn es Warnsignale kommen, gibt oder vom Markt an uns gesandt werden, dann werden wir dies charttechnisch hier bei JFD Brokers natürlich auswerten und hier darstellen. Ich bedanke mich, wie gesagt, für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resthandelstag und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen spätestens nochmal ein. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.